Herzlich willkommen zum Bonuspart von Penguin Adventure und ja, ihr habt es alle gewusst, es haben auch zwei Leute mich angeschrieben und gesagt, traust du dich nicht daran? Nein, natürlich traue ich mich daran. Aua! Ich werde hier geschlagen. Was macht dieser dunkel gekleidete Mann hier im Raum? Soll ich das vorlesen? Der hält mir gerade einen Zettel und dann lese ich mal vor. Sehr geehrte Zuschauer, ich finde Minecraft toll. Ja, aber schreibt sich das nicht mit C? Ich meine, es ist doch hoffentlich eine Spielzeugpistole. Sie wissen, deutsche Waffengesetze und so sind nicht ganz so. Mir gefällt dieses Spiel. Ich würde jetzt gefallen ohne Haarschreiben, wenn Sie mich jetzt fragen und wegen Punkt, aber es ist. Er guckt ein bisschen. Wie können Sie eigentlich bei diesen schwarzen Klamotten eigentlich durchgucken? Mal so Interesse halber, ist das. Ja, ja, ich halt schon die Klappe. Jetzt geht er. Minecraft ist ein tolles Spiel. Runterladen und kaufen und überhaupt. Und jetzt ist er weg. Ja, Lego und Duplo waren auch schon zu Kinderzeiten total toll. Heute machen wir es virtuell. Und jeder Zweite macht es, glaube ich. Weil desto spannender wird das auch. Das ist so wie, ne? Witze sind wie Wein. Desto älter sie sind, desto besser werden sie. Ja, oder auch nicht. So, wie dieser kleinen netten Unterbrechung möchte ich auch weiter noch kurz bei den Leuten, die schon Crazy Train, warum auch immer, gesehen haben. Nein, ich mache keine Witze über Harry Potter. Diesen lustigen, charmanten Zauberer. Potter, sie werden sterben! Potter, sie sterben! Ich mache darüber keine Witze, nein, denn das ist wahre Hochkultur. Da kann Shakespeare, Molière, Goethe, können sich alle eine Scheibe von Frau Rowling abschneiden. Auf jeden Fall, was die Marketing-Sache angeht. So, kommen wir kurz zum Part, den ich witzigerweise, weil ich total lustig bin und weil ihr da alle sitzt und sagt, mein Gott, was ist das für ein Scherzkeks? Der sollte ein eigenes Witzbuch rausbringen. Und wenn er den Gag nicht vermasselt hätte, wäre der total lustig gewesen. Ja, nein, ich moderiere nicht in den nächstes Jahr Wetten, das schon mal vorwegzunehmen. Die haben mich auch nicht gefragt. So, in diesem Part, den ich Casino Royale nenne, und wer irgendwie eine Anlehnung zu irgendeiner Filmreferenz sieht, und damit meine ich vielleicht die Version mit Peter Sellers, vielleicht meine ich die Version mit Daniel Craig, wer weiß das schon, ne? Das ist nur in meinem verrückten kleinen Geist. Und da ihr euch das hier gewünscht habt, dass wir einfach mal diese spannende Slotmaschine oder in der tollen deutschen Übersetzung politisch korrekt der einarmige Bandit, sicherlich würde da wahrscheinlich RTL eine komplette Mitten im Leben Folge machen über diesen Gag. Ich mach das nicht. Möchte ich mich kurz bei den netten Zuschauern bedanken, ihr kleinen Schnunni-Wutzis. Ich mach das nur für euch, denn eure Kommentare machen mich glücklich und das macht mich zu einem besseren Menschen. Das danke ich nur euch. Ihr seid die Größten. Ich hab euch lieb. Ich möchte, wenn ich ein schlechter Schlagersänger wäre, eine ganze Platte euch widmen. So allerdings abonnieren, kommentieren, bewerten, Fave-Abo ans schwarze Brett auf dem Marktplatz beitragen. Einfach meinen Namen spontan, auch in Schnee pinkeln jetzt im Winter. Was ihr wollt, Hauptsache ich werde reich und berühmt. Ach, das ging jetzt auch drüber, ne? Ich meine, ihr macht das nur zum Spaß hier, ne? Das ist ja hier, weißt du, Spaß und so, ne? Hobby. Und da fällt mir auf, dass ich seit 20 Jahren nicht mehr rauche. Wie dem auch sei, wir sind bei Casino Royale und in diesem Casino-Part und da kämpfe ich gegen die Regierung, ob Bet and Win und sonst ist, das ist mir egal. Ich zeige euch jetzt illegales Glücksspiel. Ha! Ah, ich bin ein Badass, ne? Rechts seht ihr diese Gewinnmaximierung, da ist einmal die Kirsche, das bleibt der Einsatz gleich. Zwei Kirschen verdoppelt sich der Einsatz, drei Kirschen verdreifacht, ja, guten Morgen, vervierfacht sich der Einsatz. Ist auch schwierig, 1, 2, 4, dann kommt 8, sind übrigens Zweierpotenzen, falls das jemand interessiert, um mal zu klugscheißern. Bei den drei Kuchen gibt es dann eben den achtfachen Gewinn, bei diesem Symbol, was ich kaum erkennen kann, ich glaube, das sind diese Beeren, das sind, glaube ich, diese, glaube ich, verzehnfacht sich der Gewinn bei dem Konami-Logo, dann verfünfzehnfacht, wenn man drei Pinguine hat, zwar verzwanzigfacht sich der Gewinn und wenn man dreimal tot hat, ich glaube, dann verliert man ein Leben. Ja,
So hart ist die Welt der modernen Glücksspiele. Jetzt könnte ich sagen, je ne veux plus, wenn dies Roulette wäre, ist es aber nicht. Also sagen wir einfach mal, wir riskieren eine Menge Fisch. Ich mag diese Godzilla-Referenz, ich finde den Film so doof. So, wir machen einfach, weil wir ohne Ende Geld haben, weil wir ja sozusagen hier der Onassis sind der modernen Glücksspiele. Setzen wir einfach mal 76 Fische. Mit Space, wie es da ganz unauffällig steht, kann man damit einen Screen stoppen. Das war eine Kirsche. Damit haben wir dann den Einsatz wieder raus. Wenn ihr den Armreif habt, könnt ihr unendlich lange spielen. Oh, hier, was für ein Gewinn. So, jetzt haben wir es verdoppelt. Und weil wir das jetzt ein bisschen spannender machen wollen und vielleicht jetzt nicht unbedingt... Ach so, ja, stimmt. Auf drei Stellen könnt ihr nicht, ihr könnt immer nur Zehner stellen. Machen wir gleich mal mit dem Gewinn weiter. Ah, und da ist er weg. Ja, was gibt's auch zu Pinguin Adventure zu sagen? Es ist sicherlich eins der komplettesten Spiele, was es auf dem MSX gibt. Man sieht im Titel fast gar nicht an, dass es nicht mal ein MSX2-Game ist, sondern dass es wirklich ein MSX1-Game ist. So gut sieht das aus. Der Sound ist super, der Soundtrack ist nur zu empfehlen, die Controls sind absolut gut. So, jetzt machen wir aber, damit es hier mal ein bisschen schneller geht, gehen wir mal hier alles. Wir sprengen die Bank und nein, das geht nicht. Das kann ich euch nicht zeigen. Oh, jetzt werden wir arm. Und zur Steigerung setzen wir jetzt nochmal 400 Fisch. Ja, Mr. Potter, riskieren Sie alles, Mr. Potter! Es ist vorbei! Ja, ist es ja auch. Bücher sind durch, Filme sind durch. Und kaum sage ich, das verdoppelt sich alles. Ihr kennt dieses Spiel, glaube ich. Da gab es mal irgendwie ein Brettspiel, wo es irgendwie darum ging, Geld zu verlieren. Das war irgendwie extrem schwierig. Ich glaube, so die höheren Leute, die auch dementsprechend auf die Insolvenzen von Griechenland, Irland, Portugal und Italien und so wetten. Ich glaube, die haben das gleiche Problem. Die werden einfach nicht, die werden die Kohle nie los. So. Jetzt riskieren wir alles. Ah, das macht so Spaß. Ihr müsst immer nur Zehner. Also hoch runter ist um 10, links rechts ist um 1. Ihr seht, das macht total viel Spaß und jetzt gehen wir alles. Jetzt riskieren wir unsere ganze Altersvorsorge. Haha, da zittert der Schäuble. Ja, und jetzt würde er richtig zittern. Aber ihr seht, mehr als 999 kann man nicht gewinnen. Die will ich aber jetzt auch mal alle verlieren. Das ist eine tolle Animation, ne? Wenn das so langsam... Eigentlich wäre das doch eher auch eine... Gibt's eigentlich sowas wie ein Casino-Simulator? Gibt's doch bestimmt auch, ne? Wenn es den Rotlicht-Tycoon gibt, gibt's da bestimmt irgendwie auch den den Las Vegas-Simulator. Den gibt's doch bestimmt. Bauen sie sich eine Dynastie mit illegalem Glücksspiel auf. So. Jetzt bin ich... Nein, bin ich noch nicht. Ich bin noch nicht arm. Ich hab's schon wieder rausgeholt. Also... Freunde, zum Schluss will ich hier auf jeden Fall nochmal die ganze Kohle raushauen. Denn die Kohle ist nur für euch. Und wenn Sie jetzt anrufen und dieses kleine lustige Wort uns nennen, dann können Sie diese 7 Geldpakete bekommen. Wenn es diese unglaublich tolle Sendung noch geben würde. Hallo Jürgen. Du machst ja auf Sport 1 immer noch so einen Scheiß. Jetzt haben wir was Anständiges gelernt. Ja, selbst Ballermann rettet wohl nicht mehr so. Und da läuft der Hotbutton und da ist er wieder und da und ich leg nochmal 2 Minuten drauf. Und weil wir jetzt schon 15 Stunden überzogen haben, lege ich nochmal 5 Minuten drauf. Ja, meine Damen und Herren. Haha, da kann ich noch einen drauflegen. Und wissen Sie was, jetzt nennen Sie mir ein Auto mit 3 Buchstaben. BM, Hey, guten Tag, ich nehme das W. Ah, ich habe Sie leider nicht verstanden. Nehmen wir den nächsten in die Sendung. Ist das U? Das ist falsch. Ah, ich mache ein neues Rätsel. Da kommt Mutter, Vater, Kind. Wie groß ist die Schuhgröße von allen? Hä? Das gibt's doch gar nicht. Ja, meine Damen und Herren, das sind die Probleme der Großfinanz. Sie können nicht verlieren. Ich glaube, das denkt der Herr Ackermann und andere wahrscheinlich auch. Die sitzen da und sagen, ihr wisst nicht wohin mit der Scheißkohle. Ja, jetzt wo ihnen schon zweimal die Welt gehört, was tun sie damit? Ganz auch nicht mehr. Ich hab's schon tapeziert. Ich zünd mir schon die Zigarren damit an. Baden kann man in dem Scheiß ja nicht. Probleme der Hochfinanz. Heute bei Handelsblatt TV. Ich will doch noch einmal verlieren. Er will doch nur verlieren. Und er kann nicht verlieren.
Das wäre, wenn ich mir mal so einen Lottoschein ausfülle, wäre das sehr hilfreich, wenn man einfach nicht verlieren könnte. Gut, jetzt kann man sagen, Geld macht nicht glücklich. Wir kennen das. Wir gucken uns viele Leute da an, die alle aussehen wie irgendwelche Hungerlappen. Die alle, naja, schon eher so ihren Tod schon dreimal überholt haben. Das mag sein, aber sind wir noch mal ganz ehrlich. Ich möchte schon mit dem einen oder anderen tauschen. Und dann sind wir wieder beim Abonnieren, Kommentieren, Bewerten, Fave-Abo und... ja. Ich weiß, das geht euch auf den Nerven, deswegen mache ich es auch. Apropos auf den Nerven gehen. Ich mache das so lange, bis ich hier verloren habe. Ich glaube, das ist auch das Problem von irgendwelchen Leuten, die nicht von der Bühne runterkommen. So, wie schon hat hier super Michael Buffer, der ja mal ein ernsthafter Ringsprecher war und jetzt nur noch geil ist geil erwähnt. Ich glaube, die wissen nicht, wann sie aufhören müssen. Das ist so dieser Frank Sinatra-Effekt. Ich kann zwar meine Texte nicht mehr, ich muss die von irgendwelchen Platten ablesen, aber ja, der Saal ist trotzdem voll. Geht da einfach nicht hin. Das sind arme Menschen. Die müssen einfach auch mal wissen, dass sie aufhören. Oh. So. Jetzt möchte ich doch einfach, nur verlieren. Ich habe verloren. Ich bin arm. Wenn es jetzt klingelt, wäre es jetzt Zwegert. Ach, dann wird man gar nicht darüber... oh, das wusste ich gar nicht. Das habe ich auch schon vollkommen vergessen. Ich dachte eigentlich, man trifft dann nochmal den Händler und es ist einfach die Slotmaschine nicht angezeigt. Aber so sehen wir, ihr werdet einfach direkt rausgeschmissen. Ja, ich glaube, das ist jedenfalls echt. Ich glaube, wenn man im Casino alles verliert und kein Geld mehr hat, dann ist das anders wie nur in der Bank. Bei der Bank ist das ja relativ einfach. Entweder ihr habt zu viel Geld, dann dürft ihr Kaffee trinken. Ihr habt zu wenig Geld, dann müsst ihr Kaffee trinken. Beim Casino wird man, glaube ich, einfach rausgeschmissen. Gute Überleitung, denn damit ist Pinguin Adventure beendet. Es gibt jetzt eine Menge Let's Shows, das wird auch schon Zug um Zug dann online gehen, die habt ihr auch schon wahrscheinlich gesehen. Als nächstes wird dann Vampire Killer in der Verbindung mit den Goonies zusammen beendet, das heißt, die werden so ein bisschen sich abwechseln. Das eigentlich nur mit dem Grund, weil dann wird Nightmare und Maze of Galgus schon mal getestet, da muss ich mal gucken. Ich denke mal, Nightmare werde ich ohne Safe States nicht auskommen, Maze of Galgus bis auf diese beschissene Sache mit dem Kreuz. Sollte das klappen? Und dann werdet ihr wahrscheinlich noch so ein kleines Mini-Projekt kriegen, Pipples, und ich habe schon Leute gehabt, die wissen ja schon, dass es ein Let's Play von diesem Konami-Tennis geben wird. Wird es auch ein Let's Play von Konamis Golf geben, ja. Und dann weiß ich auch, ob es 9 Löcher hat oder 18. Ja. Tiger Woods wird jetzt einen schlechten Witz machen. Ich mache jetzt einfach eine Überleitung von der Hochfinanz zum Schweizer Käse. Und damit möchte ich Pinguin Adventure endgültig bedanken. Vielen Dank fürs Zusehen. Wäre schön, wenn ihr beim nächsten Projekt auch dabei seid. Und ich könnte jetzt wieder meine Lieblingsworte benutzen, meine Lieblingsverben. Und wisst ihr, was ich tue? Ich mach's nicht. Ich möchte es einfach damit beenden. Vielen Dank auch. Vielen Dank für die Klicks. Vielen Dank für die Zustimmung. Vielen Dank für die Kommentare. Ihr seid die Größten. Und damit möchte ich raus. Tschö, tschö. Bis zum nächsten Projekt. Oder soll ich noch bis... ich lasse noch bis die Time... genau bis 100 offen. Time to say... goodbye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ist ja schneller als eine Sekunde, fällt mir gerade auf. Benutzt doch mich mir selber als Countdown, wenn jetzt hier das neue Jahr ist. Würde mich freuen. Und dann abonnieren, kommentieren, bewerten. So, jetzt einen wunderschönen guten Abend und was auch immer, frohe Ostern. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.